Hallo, hier ist der Bormann, der Typ, der von Beruf Lehrer ist und in Berlin lebt und die ganze Zeit schwurbelt. Sorry, stopp. Ich schwurble nicht. Habe ich gar nicht nötig. Es hat mir niemand in irgendeinem meiner weit über 300 Videos nachweisen können, dass ich an irgendeiner Stelle einen Fehler begangen hätte. Nicht? Wie kann es denn sein, dass man einen Lehrer wie mich einfach versucht zu kündigen? Versucht? Hat man das nicht getan? Ja, aber es bleibt ein Versuch, weil ich habe Kündigungsschutzklage eingelegt und ich denke, es gibt keinen Anklagepunkt. Wie, hat nicht jemand gesagt, der Bormann ist Corona-Leugner? Selbst wenn man mir das nachweisen könnte, wovon ich nicht ausgehe, dann wäre es ja immer noch so, dass es gar kein Gesetz gibt gegen Corona-Leugner, weil es gar keine Definition gibt für Corona-Leugner, weil es gar kein Verbrechen gibt, was einen Corona-Leugner auszeichnet. Zeichnen könnte. Es ist einfach, nichts, was irgendwie dazu führen könnte, mich zu diffamieren, zu diskreditieren, auszuboten, auszugrenzen, mundtot zu machen und so weiter und so fort. Also es ist einfach nur ein Kampfmittel der politisch engagierten, ja, wem auch immer, ne? Also ich sage jetzt nicht links oder rechts, weil ist mir eigentlich scheißegal, wer diesen Mist hier gerade baut, weil ich die Zielscheibe bin und das jetzt einfach mal abwehren muss. Ich muss einfach mal sagen, Leute, hört doch mal auf mit dem Scheiß. Ja, ich habe kein anderes Wort dafür, tut mir leid. Es ist einfach nur, ich weiß gar nicht, ob es infantil ist oder Kindergarten oder... Es geht wirklich nur darum, Leute schlecht zu machen. Das ist so... So eine ganz miese Form von Mobbing. Es ist der Mob, der über mich herzieht. Und vor dem natürlich auch Leute in meinem Umfeld Angst haben. Die dann zu mir sagen, mach dich doch nicht zur Zielscheibe dieses Mobs. Und ich sag denen dann, wenn wir uns nicht alle zur Zielscheibe dieses Mobs machen und uns gegen den Mob wehren, dann wird der Mob uns regieren. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Ja, das ist wirklich das Schlimmste, was uns passieren kann. Der Mob regiert.